Willkommen zurück zu Let's Play House of Ashes. Weiter geht's. Zwar haben wir jetzt alle in der ersten Kreatur getötet mit dem Pfahl, den wir bei uns tragen. Und haben Rachel leider abstürzen sehen. Jetzt kämpfen wir uns weiter durch die Dunkelheit. Mit einem Feuerzeug. Mit einer Eisenstange bewaffnet. Da läuft los. R19. Stein mit Loch. Hörst du Joy noch? Bleib auf der Hut, finde Joey. Hier ist Mailman 21 Actual. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Er starb. Scheißegal, was das ist. Es ist verdammt nochmal nicht Joey. Nun, im Gefecht kann man sowas nicht immer einschätzen. Was soll das denn heißen? Vielleicht irren Sie sich ja, Sergeant. Wie Sie meinen, Colonel. Hoffen wir einfach, dass er noch lebt. Haben heute genug verloren. Tut mir leid, Sir. Wegen Rachel. Ach, wirklich? Kolchak sagte, ihr nanntet sie die Queen Bitch. Ich aber nicht. Ich wusste es besser. Ich sah das vielleicht trotzdem gut an für ihn war. Genau deswegen hat er so ein Badass Spielzeug. Nichts dem Zufall überlassen. Wie tief ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Ist das Blut? Sehr viel Blut. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Oktober 1946. Der Katakomben unter dem Tempel sind voller Unledersich. Alina hat in El Castillo im Ausgraben mitgewirkt, aber sie hat noch nie Unledersich gesehen. Unledersich haben Tausende im Namen der Götter getötet. Meist Opfer in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten. Welche Plage oder so voll, ist solch ein Preis. So viel. Was haben wir hier vor Jahrtausend geschah, ist Unledersich. 7. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen.
Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Okay. Kannst du auch lesen, aber das ist genau das, was du auch vorliest. Deswegen macht es wenig Sinn. Was zur Hölle haben sie da gefunden? Salem legt die Waffe weg. Ergeben. Das ist so abgefuckt. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Das ist wirklich schon wieder. Ne. Brauche Deckung. Ein Medikit. Nice, kurz aktualisiert. War wichtig. Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören Sie mich, over. Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Nein, schneller. Joey braucht uns jetzt. Beeilen wir uns. Joey, bist du das? Ich kann nicht mehr laufen. Wir haben es selbst gesehen. Langsam weitergehen. Da wird's voll reingelaufen. Scheiße! Habe ich die Stadt zu schießen? Nur Selbstverteidigung, auch wenn es nichts bringt, in meinen Augen. Oh nein. Hi. Hey. Verdammt. Scheiße, Ura. Hier Mailman 3 an Mailman 2 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 2 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 am Dropkick. Colonel, sind Sie da? Over. Oh nein. Kurz zack. Da ist er dem. Da vorne, da ist ein Dämon. Lebewesen können sie getötet werden.
ein Flock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Bin bereit. Dann mal los. Ach, du bist sick. Das ist eine Eigenschaft. Nice. Ich hab schon Schlimmes gesehen. Aber das toppt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Utban. Lieutenant, Iraker Armee. Shukran, Yehui. Hier ist Mailman 2-1, Actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Hör mal, du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts.
Waffe runter, sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt lade mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Nein, erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Okay, das reicht. Kämpfen hat keinen Sinn. Nicht mehr. Ich sollte dich ganz einfach abknallen. Das ändert aber nichts. Ich bin schon in der Hölle. Reiz mich nicht. Wir gehen zurück zum Tempel. Fessel ihn. Stellt er was an? Leg ihn um. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Vielen Dank. Mein Gott. Sie hatten recht. Shit, was ist das? Geht dir der Arsch auf Grund, heißt was? Hey, habt ihr das gemeinsam gemacht? Ja, natürlich. Wir haben es gemeinsam besiegt. Jason, wir müssen über ihn reden. Nicht jetzt. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Und da treiben sich wer weiß wie viele von den Dingern rum. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Wie du willst. Und jetzt sag mir alles, was du über diese Kreaturen weißt. Schon mal gesehen? Weißt du, wo sie herkommen? Wie viele sind hier unten? Ich hoffe, du glaubst an Gott, Bruder. Wenn die zurückkommen, brauchst du eine höhere Macht an deiner Seite. Ich bin Lieutenant Colonel Eric King von der United States Air Force. Ich bin leitender Atomingenieur der Survey Group, die im Irak versteckte Chemiewaffen finden soll. Bei der Mission fanden wir etwas Unerwartetes. Ich beginne jetzt die Autopsie einer unbekannten Lebensform. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt.
Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er! Geht dir das gar nicht nah? Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Bitte melden, over. 2-1 Actual, höre Sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt. Over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam. Over. Verstanden. Over and out. Die Kreatur ist etwa 8 Fuß groß, zweibeinig und hat Flügel. An den vorderen Gliedmaßen und Fingern befinden sich Häute, die an Flughäute erinnern. Die Epidermis wirkt, als wäre sie von einer Art Exkret bedeckt. Darunter wirkt sie irgendwie krank. Der Kadaver der Kreatur beginnt schon zu verwesen. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen sie wieder. Alles klar, Salim ist gefangen. Macht eine Autopsie. Wir müssen den Tempel sichern. So nah war ich der Hölle noch nie. Womit hat sie das nur verdient? Gefällte Frau. Von einem Flock durchs Herz getötet. Denke, das waren nicht die Kreaturen. Ich könnte schon fern umgehen. Weiß nicht. Buffy? Wer? Behalt's lieber für dich. Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Blutleere Leiche. Ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Jetzt oh, laufen die eigene Falle. Stolpertrat, ja. Böse.
Naja, das hätte sie sich aufstecken lassen können. Das ist der nächste Tagebuchantrag. Ich denke, das Tod ist lunatisch, Überlagen über und über mit Fliegen bedeckt war. Crow glaubt, dass hier herunterwerfen, nachdem ausgeraubt wurden. Im gesehen, Wanderer, tut mir leid. Die Angst, die sie... Doch, das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches, als Mary fragte, wer es war, nickte Bradshaw Crow zu und diese öffnete die Kiste mit Dynamit. Sie meinte, sie wollte es herausfinden. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Ein Zylinder-Siegel. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Saiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Okay, jetzt ist wichtig, wir müssen uns nämlich merken, wo wir die legen. Ja, wir haben gerade die Vorsehung gesehen. Ihr wisst, was ich meine. An der Seite oder in der Mitte? Ich glaube, wenn wir die in der Mitte legen und die später da lang rennen, ist es außen, glaube ich, schwerer entlang zu rennen, wenn sie weglaufen müssen, als durch die Mitte zu rennen. Und wir vermieden die Seiten, falls die Vampire uns um, also die Viecher, ich nenne die jetzt Vampire, uns umgehen wollen. Das heißt, wenn sie dann quasi, ne, wenn wir durch die Mitte rennen, die Länge ist, dann raufen sie rein. Wenn sie uns in der Mitte hinterherlaufen und die Seiten... Ah, ich tu mal die Seiten verdecken. Wir müssen durch die Mitte laufen. Diese Biester sind echt, falls wir später weglaufen müssen. Du hast recht. Wir legen den Sprengstoff an der Seite aus. Okay, damit werden sie nicht rechnen. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen.
scharf. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Wir sind an einer Treppe, die nach unten führt. Ihr Befehl? Over. Verstanden. Zurückziehen und Umgebung sichern. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug. Das ist Rachel. Grube. 394 Fuß. 20 Schutzhof. Eric? Eric! Wo bist du? Nicht hier. Boah. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Über The Descent, wenn ihr den Film kennt. Nick? Ich glaube, schon, wenn ihr es begeht. Jason? Pool voller Blut. Scheiße. Rachel weiß noch nicht, dass hier was lauert. Problem. Da brennt es überall. Kann wohl, dass man das hier als Hölle gesehen hat. Das heißt nichts Gutes. Gebe ich dir recht. Hatte sonst von der Karte die Identität. Nom, Vinay, Pranom, Marie. 6. F. 27.1979. Direktion die Operation. Ich kann kein Wasser sich. Kleines Klammer. Wegen Pass. Nicht um diese Dinge hinterher. Antiker Helm. Ich habe die aus dem Prolog hier Leute reingeworfen. Also die Guter, ne, ihre Feinde. Ja, irgendwie nicht lange, aber ich habe Angst, das zu verpassen. Oh. Ich hoffe, ich habe was da nichts. Oh, da ist noch was. Dezember. Ich begab uns nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich unerhörtes Temperament. Ich wirkte besessen, fast manisch angesichts unserer neuen Entdeckung. Als wir den Boden erreichten, konnte Crow nicht vor uns. In einem schwierigen Gewölbe lag ein abscheulich, kolossal, schlafend, ein riesiges Gebilde gebaut. Dann bewältigte mich und... 28. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie fragend zu Marys Arbeit da unten aus.
Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen. Ich hab's gerade verpasst, weil ich nicht lange geguckt hab. Bin ich gut darin. War so klar, dass es einfach der ist. Warum löscht es hier grün? Das ist ja die Frage. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Blut der Kreatur aus dem Kokor gesammelt und in Fässchen gefüllt. Ich und andere, die in der Substanz rauchen und danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Wir haben eine Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speicherungen gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Abendschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen, während der Arbeit mit den Proben alle Zeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung echter von Pilzen? Psilocybin? Kann ich das jetzt aussprechen? Oh no. Rachel, du musst dich ein bisschen beeilen. Was will uns essen?
Lauf! Schnell, los! He's still alive. Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne wirken grotesk missgebildet und verfärbt. Seltsam unpassend. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben. Das Blut ist völlig fremdartig. Ich untersuche die Flüssigkeiten jetzt unter UV-Licht. Hey, einen Rat? Hättest vorhin reden können. Ja, aber der Dämon verträgt das Sonnenlicht nicht besonders. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Licht. Ich sagte, sei still. Oh Mann. Ganz still! Kontakt, sind Sie das? Jetzt kann man vergessen, den zu untersuchen. Der kugelt. Fuck. Oh no. Da liegt zwei. Ach, ist nichts schwer, okay. Natürlich läuft da wieder was aus. Eine Leitung nach draußen? Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Wird nicht gern darauf klettern, um sie. Scheiße. Was soll das, Joey? Da ist Joey mit Hörnern und Tollmund. Scheiße, Joey, ich bin's! So selber, dass es ein Story ist. Den Flock wieder. Oh mein Gott. Geile Szene, kenn ich gar nicht. Burn him now. Wieder bei Rock. Wo faul ich das ab? Mega cool, die Szene. Aber gut, Leute, hier beende ich jetzt mal die Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Absolutely not. We'll start believing. We are under attack by... I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes.
where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld.